Ihr sagt an, wann es losgeht. Ja. Läufst du reportagig mit? Du sagst Bescheid, wann es losgeht. Sind wir live? So, liebe Freunde der PS-starken Unterhaltung, wir sind hier in der Motorworld und wie ihr vielleicht schon erblickt habt, gibt es hier richtig geile, scharfe Sachen. Und ich konnte mir es nicht verkneifen, ein paar Fahrzeuge rauszupicken. Und das sind ja nicht irgendwie Fahrzeuge von der Stange. Ich meine, das funkelt, es ist fett, es ist rockig, es ist schwer, es ist hart. Und wir gehen extra an den Start. Grip haut einen raus, aber da braucht man natürlich immer Unterstützung. Jetzt habe ich hier einen ganz klasse Typen und das ist ja Chris. Grüß dich, mein Lieber. Alles gut? Ja, noch ist hier alles in Ordnung. Aber die Sache ist ja, ne, dass wir jetzt mal ins Detail gehen. Gehen wir. Ich sag mal so, hier steht was drauf, Chrome Cars. Was heißt das? Vollgas und Spaß? Vollgas und Spaß und Handel auch. Ja, handeln will man immer, wenn man den Schlüssel ins Schloss drückt, ne? Und das Gas bis in die Ölwanne tritt. Und da gibt es ja auch ein paar Filmfahrzeuge. Und wenn wir jetzt hier mal ins Detail gehen, Chris, was steht da drauf? Fast and Furious. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Tuner-Film. Also Leute, ich glaube, das kennt jeder, ne? Phase 1, Phase 2, Phase 3. Wie viele Folgen gibt es überhaupt, weißt du das noch? Ich glaube, die haben bei 9 jetzt aufgehört, oder? Aber hast du auch alle 9 Karren da? Nee, nicht. Also ich habe ein paar mehr da, aber jetzt nicht aus jedem Film einen. Aber dafür zumindest aus der Anfangsphase von Fast and Furious. Ich glaube, einiges da. Ja, ich sag mal, ich werde schon kurz atmen. Wollen wir einmal auf die Knie gehen? Das ist das Fahrzeug, ne? Was steht da drauf? Fast and Furious VW? Ey, was? Ey, Chris, komm runter! Ja, ich meine, ja gut, du sollst hier keinen Ölwechsel machen, ne? Du sollst mir mal zeigen, was hier los ist. VW Jetta. Aus VW Jetta, also quasi das US-Modell des VW Vento quasi. Wollte ich gerade sagen, in den USA heißen die nicht Jetta, da heißen die? Vento. Vento, ja, Vento, Vento. Und dieses Fahrzeug, ist das Originale oder ist das eine Kopie? Nein, natürlich keine Kopie, absolutes Original. Also wir sagen zu diesen Autos immer Hero Cars, das sind so die, ja, die voll funktionsfähigen, schönen Autos, die man so im Film sieht, wo auch die Hauptdarsteller drin rumgeigen. Aha, jetzt kenne ich ja so gesehen vom Film her, es geht immer so schön um die Optik, ne? Modell Tuschkasten, hier ein bisschen was raufgedrückt, ne? Ist ja technisch auch ein bisschen optimiert worden. Dieses Fahrzeug, ja. Definitiv ein wenig, ja. Obwohl es immer noch ein Automatikauto ist, die wenigsten wissen das im Film. Amerikaner halt. Die sind ja schaltfaul, ne? Ich meine, die wollen immer nur Burger futtern, machen eine Pommes-Diät und kriegen die Gänge nicht mehr rein. So sieht's nämlich aus. Und da muss das Automatik sein, ne? Richtig. Fährt nicht vorwärts. Das ist das Problem, ne? Aber ich sag mal, kann man ein bisschen anspeeden und so was, ne? Dann kommt er schneller rüber, ne? Ja, da brauchst du bei dem nicht, ne? Gehen wir mal rüber. Hier, der ist handgerissen wieder. Der ist handgerissen? Ist das ein echter? Was denn? Supra? Ja, ich meine ja gerade. Echtes Filmauto, echte Supra, Targa Supra, handgerissen, links gelenkt, was will man mehr? Ja, aber wo kommen die Fahrzeuge her? Ich meine, dass wir träumen. Ich sag mal, wachst du auch mal nachts auf? Mit Angstschweiß. Ich mach auch schon mal nachts auf, das stimmt. Aber nicht wegen dem Schweiß jetzt, sondern wegen was anderem. Aber wir sind. weil die Decke absteht. Ja, genau. Nee, wir sind so. Weil du die Schlüssel suchst. Wir bezeichnen uns so ein bisschen als Trüffelschweine. Also, was wir so ganz gerne mögen bei uns in der Firma, sind einfach Sachen finden, die sonst keiner findet. Das sind Filmfahrzeuge, das sind historische Rennfahrzeuge, das sind besonders seltene Fahrzeuge, so aus dem Standardprogramm. Ja. Da haben wir Spaß dran und verkaufen es dann auch gerne. Ich finde das total unfair. Was sagt ihr, ne? Ja, weißt du, diese Trüffelschweine. Ein Trüffelschwein sucht und wühlt und findet und teilt dann nicht. Verspeist alles selbst. Wie ist es bei euch? Wir teilen alles. Also deswegen sind die schönen Fahrzeuge ja hier. Wir teilen es mit den Leuten. Ja. Wir fahren sie auch, sind ja Fahrzeuge auch. Und, ach, das ist ein Fahrzeug? Das ist tatsächlich so, ja. Und also wir fahren es. Wir bewegen alles, was wir haben. Also ich kann hier auch mal, sag ich mal, das Ding ausleihen und sagen, pass mal auf, Chris, ich habe keinen Schiss, reich mal die Schlüssel rein, ich will auch mal fahren. Ja, du bist ein Netter, also von daher schon. Ja, das kann man wohl machen. Ja, vielleicht kannst du ja gleich mal unsere Eleanor anreißen. Nee, das geht immer schön rein. Erstmal schauen wir hier rein. Ne? Ah, seht ihr das? Schaufenster, Supra Turbo. Und wenn ich diesen großen Turbolader sehe, dann weiß ich, dass ich meinen Wecker nach vorne stellen kann. Ne? Pennst du auch gerne länger und bist pünktlich? Das heißt, man braucht mehr Leistung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll jetzt. Ja, ja. Wann schießt du mal auf? Auch so um 6 sowas, so grob. Abends so? Nee, schon auch morgens. Ach, doch. Frühschicht machst du doch? Auch, ja, und dann, das geht gleitend über in die Nachtschicht. Gleitend über in die Nachtschicht. Kann ich auch mal gleitend hier? Oh, er ist auf. Wer saß denn hier drin? Chris? Schau
Schauspieler. Ja, wer denn? Too Fast to Furious. In dem Fall tatsächlich nicht Paul Walker, der war ja dann in der Supra im ersten Teil. Verdammt, damit habe ich ja eigentlich gerechnet, das habe ich gehofft. Nein, hier ausnahmsweise nicht. Das war jemand anders dann tatsächlich. So, jetzt genießen wir mal kurz das Innenleben. Schaut mal rein. Das ist schick, das ist edel, das ist sportlich, das ist schön. Und vor allen Dingen hast du jetzt hier nicht irgendwie mit einem Q-Tip gearbeitet, ne? Sondern du hast hier was gemacht. Nichts. Nur sauber gemacht und schön gepflegt und gefahren. Gepflegt und gefahren, das heißt auch Alarm. So, jetzt haben wir hier schon zwei schöne Dinger gesehen. Aus dem Augenwinkel, ne, habe ich noch etwas erblickt. Das ist kein Filmfahrzeug, aber ich muss da trotzdem einmal hingehen. Und du kommst mit. So, wir müssen an der Blondine vorbei. Oder wolltest du mal mit... Wie heißt du? Komm her. Wie heißt du denn? Pia. Pia, komm mal her. Bist du eigentlich eine Dame, die auf Sterne steht? Ja. Dann kommen wir ein bisschen näher. Aber das ist nämlich ein Stern. Chris, komm auch mit. Das ist ein Stern, ne, der nicht deinen Namen trägt, sondern der auf dem Porsche-Band entstanden ist. Kennst du das? Nein. Ja, da haben wir das Problem. Ne? Sterne müssen funkeln, ist klar. Jetzt haben wir hier einen 500er. Bist du der Einsatzleiter von dem Wagen? Darf ich mal kurz zu dir kommen? Wie heißt du? Raphael? Raphael, richtig, ja. Raphael will's hart und schnell. Wo kommt das Ding her? Ich weiß, es gab eine enorme Preisentwicklung bei diesem Modell. Ja, der kommt eigentlich von der Sterngarage aus Datteln und ist mein privates Fahrzeug. Moment mal, damit fährst du zum Aldi und kaufst dir ein bisschen Toastbrot. Theoretisch war der mal ja, im Einsatz gewesen, jetzt letzter Zeit nicht mehr so viel. Was hat er denn gelaufen? 240.000. Oh, das ist gar kein Problem. 500er, ausgestellte Kotflügel, komm mal dichter, hier. Da ist er, hier. Die Felgen hat er sich aber beim anderen, beim Luden geklaut, oder? Richtig. Da warst du in Hamburg? Mit einem Fähnchen oben dran. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, hier mal, das ist nicht von der Stange, aber das ist original. Nicht selbst rumgetüdelt, das ist ein echter. Ist ein echter, ist ein Limited sogar gewesen. Limited. Ja, ich habe ja doch mein Herz ja, an eine gewisse Modellreihe verloren. Ich habe das Ding leider nicht so dick, aber dafür ohne Dach. Hast du auch ein Cabrio? Aber nee, habe ich nicht. Ein SL habe ich gehabt, habe ich verkauft. Du bist doch gestopft, bist du. Was machst du denn beruflich? Ich habe eine kleine Werkstatt. Du hast eine kleine Werkstatt? Ja. Du kaufst Unfallfahrzeuge und machst mit der Versicherung? Nein. Er macht den Stern. Finde ich aber geil, den schmeißen wir nicht an. Heg und pfleg ihn und fahr zum Aldi. Ich meine, da kriegt man ja viel rein. Aber ich sag mal, Chris kriegt auch viel rein. Was ist das denn hier? Komm mal mit. Das ist ein Rennfahrzeug. Ja, nicht drauf ein Rennfahrzeug der Sorte LMP2, also Le Mans Prototyp nennt sich das. Prototyp? Ja, also, ja, das ist so, das sind diese Autos, die so 24 Stunden von Le Mans fahren. Und das ist ein Werks-Lotus-Rennfahrzeug, von dem es nur zwei Stück gab. Und die ja, finden ihr zu Hause auch bei uns. Weil wir mögen dieses schwarz-goldene Design, weißt du, ja. John Player Special. So, da wollte ich gerade drauf kommen. Ja. John Player Special. Da muss ich jetzt mal ganz... Finde ich, nee, ich sag mal so, wenn ihr pafft, ja warum denn nicht, wenn man Feuer hat? Und Feuer hatten die Dinger damals auch, das fing ja so in den End-70er an, John Player, Sonderserie. Natürlich, ihr erinnert euch, ja, Formel 1 ist klar, schaut mal hier und jetzt gehen wir mal weiter, dann schauen wir mal da. Und ich erinnere mich, weil ich habe ja auch noch eine andere Marke, die ich besonders toll finde und das ist Ford. Ja, und Ford hat damals, vielleicht wisst ihr das, was gab es nochmal von Ford damals, Achtung Bremse. Hier haben wir auch eine Gold Edition. John Player Capri. Kennst du den? Ja, ich kenne ihn. Du hast davon erzählt und hast mir versprochen, du hast einen. Ja, ich kann mich da mal ein bisschen drum... Aber weißt du was, wenn du jetzt 10 von diesen Sondereditions hast, dann musst du mir mal was abgeben. Du, hör mal, sehr gerne. Alleine spielen macht keinen Spaß. Ich gebe dir was von mir und du gibst mir was von dir. Ja. Ja. Erstmal. So, vorsichtig. Ja. Aber jetzt wird es ja richtig heiß. Ich meine, den Film kennt ihr alle. Ich sag mal so, Steve McQueen. Ihr kennt doch Steve McQueen. Was hat dann Steve McQueen für ein Bombenfahrzeug gehabt? Ich war sogar mal in den USA bei Magnus Walker und da stand der Wagen. Genau. Und der Sohn hat ihn nachher leider verkauft. Das war der Mustang. Genau, der Mustang von Bullitt. Das Pendant zu diesem wunderschönen Fahrzeug. Steht da. So, jetzt haben wir hier den absoluten Hammer. Da werden viele Herzen höher schlagen, andere können nicht mehr schlafen. Wenn du dieses Fahrzeug besitzt, brauchst du keinen Wecker mehr, weil du gar nicht mehr ins Bett gehst. Du hast aber auch keine Nachbarn. Also du hast auch keine Nachbarn? Hast einfach keine Nachbarn. Du hast keine Nachbarn, ne? Ich darf mal? Schaut euch das mal an. Ich sag dazu ja immer Black Beauty. Und wenn ihr jetzt mal hier auf die Mitte schaut, dann ist es nicht so ein Automatikeimer, dann ist das hier ein handgerissener. Und ich sag mal, die Handgerissenen, ne? Wie viel Getriebe hast du denn schon durchgejagt? Du, die sind relativ standfest, also keins.
Also ich kenne das mit einem Synchronring, da du immer so ein blödes Nebengeräusch hast. Ja, hasse, aber das gehört einfach dazu. Das okay. ist dein Idealstandard. Ja, das Idealstandard, genau so. Okay. Also hier musst du nichts tauschen. Da muss ich nichts machen. Nö, das funktioniert. Es sei denn, du möchtest gerne einen sechsten Gang oder einen fünften Mal. Ja, dann. Ja gut, das ist aber das Problem. Du denkst, Mensch, verdammt nochmal, die Dinger, die drehen immer so hoch, komm mal dichter ran hier. Ja. So, das ist auch ein Originaler. Das ist ein Originaler, vor allem ist es erstmal, das Basisfahrzeug ist ein Originaler 68er RT. Ja. Mustang hätte ich fast gesagt, Dodge Charger natürlich. Mhm. Grundsätzlich schon mal ziemlich selten, aber dieses Fahrzeug ist eins von zwei im Film Bullet verwendeten Fahrzeugen. Du willst mir erzählen, für den Streifen haben die nur zwei Kisten geschrottet? Die haben nur eine Kiste geschrottet tatsächlich und eine nicht. Ich sag mal so, welche jetzt was war, lassen wir mal im Raum stehen. Also sag mal, die Trefferkiste hast du nicht gezogen. Nee, das war schon die gute auch. Das war die gute. Wo hast du die Karre her? Jetzt hast du hier Karten draufgelegt. Ich meine, jetzt will ich nichts verschicken, ich will es auch nicht knicken. Wo kommt das Ding her? Das kommt aus den Staaten, woher denn sonst? Ja, Filmproduktion oder wie kam es da ran? Auch natürlich, man verrät ja nicht all seine Geheimnisse. Doch, das will ich wissen. Ja, echt? Also alleine spielen macht keinen Spaß. Jetzt muss man die Kontakte ein bisschen raussuchen. Produktionsfirmen, da haben wir einen ganz guten Kontakt zu und man kennt sich lange und als Trüffelschwein kriegt man auch immer mal so Anrufe. Ich sag mal, wenn ein Mann es im Leben geschafft hat, ne? Nein, dann du. Ach, hör doch auf. Pass auf, es geht natürlich auch immer um eine Sache, Spaß kostet. Ne? Ich sag ja, scheißegal wie viel es kostet, Hauptsache ich hab Spaß. Aber wenn man sich das leisten will, dass so ein Ding hier für einen 40er kaum noch zu kriegen ist, wissen wir beide. Original schon nicht mehr, also unabhängig von dem ganzen Filmkram. Ich denke mal, viele unserer Leute, ne, die auch Bock haben, eine PS, eine Automeise haben, die eine Gripmacke haben, ne? Ja, jetzt habe ich so ein Ding zum Beispiel im Netz gefunden und ich habe mich dafür entschieden und ich habe mich verliebt und ich habe bei der Sparkasse und habe gesagt, sag mal, das müsst ihr verstehen, das mit dem Haus, mit dem Bausparvertrag, das können wir knicken. Ich brauche das Fahrzeug. Was kostet mich das Ding jetzt hier mit der Verschiffung? Haus, achso, mit der Verschiffung? Ja. Willst du das sagen? Ich weiß das selbst. Also erstmal Haus weg. Haus weg ist klar. Ich meine, du hast mit diesem Fahrzeug andere Möglichkeiten. Die Dame, die du triffst und kennenlernst, hat er lackierte Nägel. Die braucht keinen Bausparvertrag und du bist der Chef auf der linken Spur. Also genau dieses Fahrzeug, da muss man schon so 500 für legen. 1000 Euro. Für das Fahrzeug? Für dieses Kfz hier. Sprit ist inklu. Ich habe eigentlich gerade nur gedacht, jetzt reden wir kurz, Verschiffung 2000 Dollar mit Handling und so weiter, nochmal 300 drauf. Jetzt sagst du, 500.000 Euro kostet das Auto? Ja. Feierabend, der nächste bitte. Was ist das denn? So, jetzt wird's eng hier. Moin Ladies. Hast du Bock auf so eine Eleanor? Ja, sicher. Stehst du auf sowas? Total. Bist du schon mal mitgefahren? Nee. Kennst du die? Du mit mir? Ich sag mal, ich kann das Ding hier noch nicht rausholen. Ich muss das mit Chris reden, weil Chris ist der Mann, der alles möglich machen kann. Ja, du musst hier, ja, ich sag mal, ne, das Ding macht Türen auf. Eleanor. Und das ist nicht irgendeine. Wie war das? Nicolas Cage hat auch mal in einem Film mitgespielt. Und dieser Wagen hat auch in einem Film mitgespielt. Das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Viele haben sowas noch nicht gesehen, also das ist mal tatsächlich das Original-Filmfahrzeug. Habt ihr das gerade gehört? Mal ganz, ganz langsam. Das hier ist das originale Fahrzeug, wo Nicolas Cage reingepupst hat. Ich hoffe nicht, aber es wird wohl so sein. Wollen wir mal aufmachen? Sehr gerne, bitte. Du machst mich ganz zurück. Ich steige jetzt einfach mal ein. Das muss so sein. So, Hand gerissen. Was war noch mal so entscheidend? Wenn ich eine Karre klauen will, muss ich schnell sein. Und da gibt es einen Knopf. Exakt. Go, baby, go. Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Darf ich? Hast du einen Schlüssel? Darf ich echt? Also ich meine, ich kriege ja keinen Stress. Ich mache das jetzt für die ganze Grip-Maschinerie. Mach das. Scheißegal. Wenn ich rausfliege, holst du mich wieder rein. Ich hole dich wieder rein, auch mit dem Auto. Alles klar. Weißt ja, links ist Kupplung. Ja. Ich sag mal, Gas und Bremse, kein Problem. Bleibt stabil, meine Damen und Herren. Ja, das ist mir schon klar. Ich habe so ein Ding leider schon mal in der Sendung, das war aber nicht so ein Originaler, da ist was passiert. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Achtung, Zündung. Oh, habe ich schon. Jetzt guck mal da vorne hin, volles Rohr. Hier, da musst du hin. So, Herr Wachtmeister, Kontrolle, Papiere, komm mal ein bisschen dichter. Chris, komm mal her. Kennst du das Problem der flatternden Hosenbeine? Ja, definitiv. Stell dich mal ein bisschen dichter. Ja, die sind zu eng. Du hast was Enges an, ne? Hört ihr das? Spürt ihr das? Das ist geil. So, ich sag mal, bevor ich hier gleich die Papiere kriege. Ach, das ist eine ganz klare Kaufentscheidung. Das ist ganz klar. Da brauchst du nicht mehr drüber reden. Ach, du willst jetzt auch hier wieder einen Preis hören, ne?
Nein, nein, nein. Das Fahrzeug, glaube ich, wirst du nie verkaufen. Nein, eigentlich nicht. So, siehst du. Das ist wie im Damensport, ne? Es hat einfach 17 Jahre gedauert, das Ding zu finden. Das war so die größte Arbeit. Also Kontakte knüpfen, jemanden finden, der so ein Auto hat. Und dann auch Überzeugungskunst, sowas überhaupt verkaufen zu können. Da brauchst du keinen überzeugen, da musst du einmal kurz mit dem Schlüssel wedeln. Und dann hat er so gesehen die Unterschrift getätigt. Und jetzt gehen wir mal weiter. Wollen wir sportlicher werden? Warte, ich soll hier nochmal rum. Ach, da geht's doch hier nochmal weiter. Ich habe hier noch einen ganz Verrückten. Chris, komm mit. Ich nehme dich einfach mit. Du bist so witzig. Was ist das denn für eine bekloppte Kiste hier? Kennst du sowas? Urus. Urus, jetzt ist Schluss. Und das ist unser Andreas. Moin, Andreas. Hi. Hi. Ich weiß, dass du auch mit Fahrzeugen was am Hut hast. Manchmal. Jetzt komm mal ein bisschen dichter. Das ist ja mal eine ganz andere Kategorie. Wenn ich das Ding mal von vorne betrachte, dann denke ich an Insekten. Oder was siehst du? Das stimmt. Haben wir hier die reißende Wespe? So ungefähr kannst du dir das vorstellen, ja. Welcher Wahnsinnige hat sich das Fahrzeug von dir bestellt? Er ist nämlich Edeltuner. Er kann in Sachen Optik etwas verändern. Ich sag mal, der Folienminister. Robert. Robert? Kennt ihr Robert? Ja. Was läuft bei dem verkehrt? Ich heiße Robert, ich brauche ein Lambo. Genau. Und dann kam er bei dir an und hat gesagt, komm her, was hast du hier gemacht? Komm mal dich da ran, lauf nicht weg. Wir haben ziemlich verändert. Also wir haben echt viel verändert auf Maß von Robert. Ja, du hast bei Robert Maß genommen und hast gesagt, pass auf. Nein, der hat sich einen Lambo gekauft und wir haben das zusammen quasi, das ganze Design zusammen entwickelt. Ach so. Ja, gezeichnet und dann gefräst und produziert. Du hast gesagt, Robert Geis, mach keinen Scheiß, gib mir die Sachen in die Hand, Schlüssel, Papiere, Rest mache ich. Genau, so ist das. Und das ist dabei rausgekommen. Ich sehe jetzt hier, Kotflügelverbreiterung, welche Felgen hast du da genommen, wie viel Zoll? 24. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Nein. Nimmst du den TÜV-Prüfer eigentlich immer mit, wenn du in die Karibik in Urlaub gehst? Ich schlafe mit ihm nachts. Schläfst mir. Habt ihr das gehört? Weißt du, Beziehung? Quatsch. Brauche ich nicht. Beziehung brauche ich beim TÜV. Und dann wird er doch eingetragen. Das stimmt. Darf ich mal reingucken? So, komm mal mit. So, was haben wir denn hier? Sag mal, kriegt er eigentlich gar keine Probleme mit Carmen, wenn er sich ja solche Dinger gönnt? Nein. Die Carmen bekommt Schuhe. Carmen bekommt Schuhe? Ja klar. Und Schmuck. Und er bekommt einen anderen Schmuck. Ja, ich finde, das sollten wir auf der Zunge zergehen lassen, ne? Erbarmen mit Carmen, Schmuck und Uhr und für den Mann linke Spur. Geht das so? Sehr schön. Hast du geil gemacht. War das sein Farbwunsch oder dein Wunsch? Seins. Seins. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Den Robert, den treffe ich nämlich auch noch um 14.30 Uhr und wir sehen uns dann auch wieder. Aber ich muss jetzt noch weitergehen, weil ich habe noch wo was anderes stehen. Tschüss, bis später. So, komm mal mit. Chris, komm her. So, was haben wir noch? Oh, Alter, bist du lebensmüde oder was? Wollen wir hier Seilspringen machen? Hier gehe ich auch auf die Knie. Der Wagen kommt von? Dukes of Hazzard. General Lee. Siehst du. Original, erste Wahl. Original. Was ist hier los? Spachtel? Patina. Ja, die einen kommen nachts, der Patina. Und hier haben wir es natürlich, der Amerikaner redet über Bondo. Bondo ist Spachtel auf Deutsch. Ja, aber das heißt? Nein, nichts gespachtelt hier. Einfach nur mit der Klickerdose lackiert. Sieht doch scheiße hier. Komm her. Die Kiste ist voll gespachtelt. Hier, komm mal her. Ja, ist so, der Amerikaner, der schweißt ja nicht. Ich darf mal den Deckel aufmachen. Sehr gerne. Was haben wir denn? Warte, ich greife mal, halt du mal fest. Ich halte mal fest, ich mache mal hier jetzt weiter. Beatboxen kann ich nicht, aber so, hier, bitte. So, du hast gesagt, hier ist nichts gespachtelt, hier ist alles original. Jetzt habe ich hier eine Zwei-Farben-Lackierung. Unten Goldmetalllack, außen orange. Was ist los? Das war tatsächlich die Originallackierung des Fahrzeugs 1969, bis man ihn dann wirklich mit einer Klickerdose, also Spraydose, für den Film einfach so lackiert hat. Ey, wie kann man so bescheuert sein? Original Goldmetallic, ey, das ist der Hammer. Ja, aber das ist eine Ikone. Dieses Auto ist einfach eine Ikone und ja, der letzte Überlebende auch von den Originalfahrzeugen. 7,2 Liter, über Leistung sprechen wir nicht, knapp unter 400, 380? 380, 390, sowas, wenn er sie noch hat, aber es geht gut. Für einen Burnout reicht's. Ach, für einen Burnout reicht es. Also, es ist absurd. Als ob dir einer aus dem Stand von vorne in den Hintern tritt, ne? So einen Satz machst du da. So, das ist schon mal der Hammer. Ist auch ein Filmfahrzeug. Serienfahrzeug. Also wer es noch kennt, das ist in den 70ern gedreht worden, lief so zeitgleich mit Knight Rider und A-Team und so. Ja. Die Dukes of Hazzard halt, das ist das Original. Ja, haben wir es doch. Ja. Volle Punktzahl. Was ist das für ein bescheuerter Kram? Darf ich da mal rein? Ja, das ist ja so deine Kategorie. Ja, denke ich auch, ne? Ich sag mal, wer nicht ins Fitnessstudio geht, der muss sich die Turnhalle halt nach Hause holen. Und komm mal mit, Chris, was ist das hier? Ja, das schaffst du doch. So, ich sag mal so, erzähl mir eine Geschichte. Das ist eigentlich der wirkliche Dosenöffner hier. Das ist nämlich das Auto von Channing Tatum. Nee. Doch.
Doch, 22 Jump Street wäre es noch. Für die Damen da draußen. Also, war so ein Beikauf. Wenn das ein Beikauf war. Beikauf und einfach lustig. Ich habe ja auch eine Werkstatt mit bescheuerten Fahrzeugen. Ich kann mich ja auch mit vielen Sachen anfreunden. Ist das Ding häufig zu erwerben, weil das so schön bescheuert ist? Im Grunde ja. Im Grunde ja. Und vor allem, wer gerne Fotos machen möchte in diesem lustigen Gefährt, der soll bitte einfach kommen und hier schießen, was das Zeug ist. Habt ihr das gerade gehört? Wer Bock hat, nicht auf uns, sondern auf den Bock hier, ne? Der kriegt ein scharf geschossenes Foto. Ne? Aber ich sag mal, die Sitze bleiben sauber. Ich hoffe. Da gehe ich von aus. Ja. Kann man das Ding wirklich kaufen? Das kann man kaufen, ja, ja. Also ich wüsste jetzt keinen Preis dafür, aber ich weiß auch nicht, ob es jemand haben möchte. Aber man könnte es kaufen. Ja gut, ich sag mal, sportlich angetouched ist es schon, aber ist ja ein Elektroklo, ne? Nee, Verbrenner auch. Ist eigentlich ein Golfkart. Hm? Ach was, echt? Ja, brum, brum. Zwischen deinen Beinen. Nee, da gehe ich jetzt nicht ran. Das geht immer schön in der Reihe. Das kommt später. Heute ist ja Sonntag. Oh, jetzt muss ich mich hier rausschälen. So Leute, und eins habe ich noch. Hat natürlich auch viele berührt. Boah, was ist das denn? Muss ein geiler Typ sein, der das Ding hat, ne? Wem gehört der Balken? Das darf ich gar nicht sagen, ne? Da steht jemand. Kuckuck, sind Sie verantwortlich für dieses Fahrzeug? Ja? Sind Sie verantwortlich für dieses Fahrzeug? Immer doch. Okay, wollen Sie da über Details reden? Nein. Fahren Sie das Ding hauptberuflich? So fast, ja. Geht hier das Licht an, wenn es dunkel wird? Keine weiteren Fragen. Da vorne haben wir was mit Leistung, ne? Alles klar. So, komm her, Chris. Ich wollte mich bei dir bedanken. Sehr gerne. Du bist ein geiler Typ. Und Vollgas mit Chromcast. Ja. Wenn ihr einen Engpass habt, das ne? Das muss ich mir sichern irgendwie. Alter, das war mein Spruch, ne? Komm, geh an die Theke, ich komme später nach. So Leute, kommt mal mit. Ein Applaus hätte ich noch gern für den geilen Chris. Danke. So, wir haben ja vorhin schon über ein paar PS gesprochen, über 7,2 Liter Hubraum General Lee. Die Dame geht auch gleich auf die Knie, du stehst auf Benz. Jawohl. Kenn ich, hab ich vorhin schon gehabt. Jetzt geht es aber weiter mit einer Marke. Da denkt man doch sofort ans Altersheim. Muss es denn immer ein Golf sein? Dann so, wie sieht der dann aus? Ist der uncool? Und ich rede jetzt nicht über einen Philipp. Moin. Hast du deine Runde erledigt? Ja, sicher, bin kurzatmig. Aber auch wenn ich sowas sehe. Jetzt gehen wir hier mal runter. Mach doch mal den Deckel richtig auf. Achso. Also so, was haben wir hier? Einen alten Golf? Zweitürig, dreitürig? Hier kann ich dir eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ist wirklich erste Hand das Auto von meiner Oma. Damals neu gekauft. Das ist Oma? Ja, das ist wirklich Omas Auto gewesen. War das auch ein Diesel? Nee, war damals 75 PS Benziner. Chris und hatte 22.000 Kilometer runter. Und dann also hast du Oma das Auto vergewaltigt? Nee, dann war es erst... Du hast Oma das Auto weggenommen, wegen dem Erbe nicht mehr gesprungen? Nee. Also es war erst so, dass mein kleiner Bruder das Ding als Alltagsauto gefahren ist. So typisch, Golf 3, erstes Auto. Ja. Ja, und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, das Auto muss noch mal leben. So, und dann kam halt VR6 rein. VR6 kenne ich. Die Motoren waren immer anfällig mit Doppelkette. Einmal. Wie viele Kette ist das? Das ist tatsächlich einmal neu gemacht und seitdem die erste. Das geht schon, die hält schon. Okay, und so, jetzt sehen wir den Monster-Turbolader. Genau, riesen Turbolader, nichts mehr original, wirklich alles umgebaut von Getriebe, Antriebswellen, Kopf. Schläfst du auch mit TÜV-Prüfer? So, ja, aktuell ist es in dem Fall eher so rote Nummer und nur Probefahrten. Okay, rote Nummer. Jetzt reden wir mal kurz. VR6, weiß ich selbst, 2,8 Liter war das normal. Genau. Und hast du ihn aufgebohrt? Riesen Turbolader, 3 Liter, 1000 PS. 1000 PS. Frontantrieb. Habt ihr es gerade Frontantrieb. Gehört? Frontkratzer, nicht Frontantrieb. Allrad. Fronttriebler. Frontantrieb. Das wievielte Getriebe hast du hier weggekriegt? Ja, da haben wir schon ein paar durchgezogen. Das achte, das neunte, das zehnte, also, das elfte. Also ich würde schon sagen, so 5 bis 10 waren es schon. Ja, das nicht so. Aber Innenraum noch 100%, so wie Oma damit früher gefahren ist. Ne? So, also, da sind sogar noch die Gummifußmatten von damals drin. Und die kenne ich. Ja, ja. Ah, und dann auch hier, weißt du, Wintereinsatz. Hier, dann immer die Stiefel und dann läuft das Wasser da rein. Und immer dieser Wasserkranz. Ah, ärgerlich, ne? Das hast du alles so gelassen? Ja, mit Absicht. Das ist alles. Ist das geil. Das ist gut, alles. Was für ein Fahrwerk hast du hier reingekloppt? Oder warst du mit dem Flex an der Feder? Nee, das ist schon H&R-Gewindefahrwerk. Das ist auch mit Absicht so gebaut, dass das Auto maximale Traktion hat. Maximale Traktion. Weil Frontantrieb ist halt immer ein Kampf mit der Traktion. Das ist mir schon völlig klar. Hast du einen Zappelfilm? Weil bei dem Auto ist es tatsächlich so, wenn man will, dreht er einfach bis im letzten Gang noch durch. So, ne? Das heißt, erster Gang durch, zweite, dritte, vierte, fünfte, 300 dreht immer noch durch. Mhm. Also eigentlich total sinnlos, aber ist halt geil. Du hast mir gerade ein Stichwort gegeben. Wenn hier einer durchdreht, dann ist das Philipp. Ne? Und ich darf jetzt mal so frei sein und das Mikro übergeben, weil du hast auch eine Automacke. Und zeig mir mal, was du geil findest. Ja. Also ein Applaus für Philipp, der macht weiter. Danke. Danke sehr. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal gucken, was wir so tuningmäßig hier noch so finden. Weil ich glaube, hier gibt es so ein paar Autos, die definitiv auch ziemlich krass umgebaut sind, wo ziemlich viel Zeit investiert wurde und das suchen wir jetzt mal. So, als allererstes fangen wir direkt hier mit dem E190 an.
Raphael, du warst ja eben gerade auch schon. Nimm mal direkt in der Hand das Mikrofon, ja. Ist einfacher. Du hast ein eigenes. Ja, ich habe eigenes. Siehst du, da gehen sogar schon die Alarmanlagen an. Raphael, erzähl mal, Sterngarage, E190? Genau. Ursprünglich war es mal ein Rosso gewesen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Das ist so eine Edition, gibt es ja von jedem Modell. Das hat auch dieses besondere Muster hier drin. Mhm. Ja, und so sieht er jetzt heute aus. Erste Frage, wie lange hast du das Auto schon? 2 Jahre jetzt erst. 2 Jahre, okay. Also wir sind gerade erst fertig, sein paar Wochen. Hätte ich jetzt gedacht, dass du ihn länger hast. Was wolltest du mit diesem Auto erreichen? Warum steht das Auto hier jetzt so, wie es hier ist? Ich mag diese Clubsportgeschichte halt. Mhm. Und irgendwie haben wir versucht, das zu verbinden und haben gedacht, wir möchten zeigen, dass ein 190er oder allgemein die Mercedes gar nicht so Opa-Autos sind, wie alle meinen. Weil du weißt selbst, man sagt immer so, Mercedes ist müde, kann nichts, rostet nur, aber eigentlich können die richtig gut was. Ja. Und sehen auch gut aus. Obwohl die halt damals auch richtig schnell unterwegs waren, ne, in der STW. Eigentlich schon, aber ist eben Vergessenheit geraten. Okay, das Bodykit ist original? Nein, das ist von uns. Das ist eine Entwicklung von uns. Mhm. Krass. Und das ist ein Evo 1 Bodykit. Mhm. Du brauchst aber für dieses Bodykit ein 16V-Paket, also quasi gegen die 16Vs 190er. Und so ist das Ganze dann entstanden, zusammengebaut. Jetzt sehen wir hier anderen Motor und Kompressor. Genau, das ist ein 230 Kompressor aus einem SLK. Mhm. Sollte dir auch was sagen, CLK, SLK. Da haben wir die Verdichtung reduziert, einen anderen Kompressor drauf, Saugrohr verändert, Ventile, Abgasanlage, also komplett, du kennst es ja, machst es ja auch, wenn du machst, komplett immer. Volles Programm, ne? Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, genau diesen Motor zu nehmen? Warum jetzt nicht irgendwie Sechszylinder? Ich bin der Meinung, dass vom Gewicht her, du bist ja auch fährst ja auch Rennen, dass ein Vierzylinder Maximum vom Gewicht her in dem Auto reingehört. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ein Gussblock, Vierzylinder, die können alle was, also bleiben wir beim Vierzylinder. So wie er ursprünglich im Rennsport damals auch gefahren ist. Genau, nur dass er vorher einen Vorgängermotor hatte, einen 16V. Okay, so, und jetzt sehen wir hier allerdings noch einen Kompressor. Genau. Angetrieben über den Riemen? Richtig. Okay, das heißt, wir reden über wie viel PS? Zwischen 400 und 500, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Abstimmen, also 400 sicherlich. Okay. Ich will jetzt nicht zu hoch pokern, du weißt. Bei solchen Sachen muss man immer vorsichtig sein, sonst packt man eine Scheiße. Okay, 400-500 PS, aber das ist dann schon männlich. Für so ein leichtes Auto. Getriebe? Ist ein Sechsgang aus den neueren C-Klassen, aus dem 204. Und direkt mit einer Schaltwelle, also nicht dieses Gelumpe da, wo alles wackelt, also richtig knackig direkt. Ist eigentlich ein richtiges Fahrspaßgerät. Glaube ich. Mhm. Wenn du nächstes Mal vorbeikommst, kannst du mal testen. Das ist der Originalstoff? Das ist dieser Originalstoff von dem Sitzen abgezogen und dann wieder neu bezogen. Dann in die neuen Pole Position reingemacht. Genau. Also was ich auf jeden Fall schon mal extrem cool finde, ist, dass du den vom Innenraum her noch relativ seriennah gelassen hast. Du glaubst gar nicht, wie ich ihn zwingen musste, dass das Radio drin bleibt. Ja. Weil eigentlich ist er von meinem Partner und habe gesagt, nein, Radio bleibt drin. Und er sagt, was soll ich damit? Ich sage, ist mir egal, lass es drin. Okay, cool. Und Teppich ja alles noch so ein bisschen Originalität behalten. Für mich ist dieses Auto so wirklich so der Inbegriff von Tuning, weil es ist ja eigentlich wirklich alles gemacht. Also es ist jetzt komplett. Nicht nur so ein bisschen lackieren, ein bisschen Achsen, Optik. Fahrwerk, Unterboden, wirklich alles. Das kommt auch dazu, welches Baujahr? 92. Das heißt, da musstest du wahrscheinlich auch richtig Rostvorsorge und so weiter auch schon wir alles haben machen. Glück gehabt, wir haben ein gutes Basisfahrzeug, also nur 2-3 Löcher. Ja. Du weißt, cool. Wie Rost enden kann. Ne? Okay, ja, dann ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so läuft, wie du dir vorstellst. Jo, hoffen wir mal. Ne? Weiterhin viel Erfolg mit dem Auto. Danke dir, ciao. So, jetzt gehen wir mal weiter gucken, was wir hier noch so finden. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein krasses Auto gesehen, wo extrem viel dran umgebaut wurde. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen optisch. So, ich würde sagen, den nehmen wir mal unter die Lupe hier. Den möchtest du dir anschauen. So, ich drücke dir auch direkt das Mikrofon in die Hand. Hallo. Nissan GT-R R34. Genau. Haben sich ja extrem entwickelt, diese Autos in den letzten Jahren. Absolut, unnormal. So. Also die letzten 10, ich mache das jetzt seit 10 Jahren mit diesen Fahrzeugen und die Preisanstieg ist quasi, ja. Utopisch. Also, utopisch, ja. Das heißt, über wie viel reden? Mittlerweile sechsstellig? Ja, fängt an bei 120.000, fängt an, ja. Und dann hast du erst ein Auto quasi frisch importiert, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja noch viel dran zu tun. Wurde dieser Nissan GT-R R34 überhaupt normal ausgeliefert? Nein, in Deutschland nicht. Deutschland gar nicht, ne? Also gab es in der EU gar nicht. Den gab es in der EU nicht. Den gab es nur rein in Japan und dann halt als Importe. Mhm. Genau. Deswegen auch Rechtslenker. In Dubai findet man ab und zu welche auf Linkslenker umgebaut. Das hat aber andere Gründe. Aber ich finde, so ein klassisches JDM-Auto muss Rechtslenker sein. Das heißt, gab es auch nie als Linkslenker? Gab es nie, nein. Original nicht. Es gibt nur Umbauten. Und angenommen, wir würden jetzt wirklich so dieses Auto finden, was sich jeder wünscht,
80.000 gelaufen, schwarz und so weiter. Dann reden wir wahrscheinlich von über 200.000 Euro, oder wie werden die mittlerweile gehandelt? Das jetzt nicht. Also es gibt viele Sondermodelle von diesen Autos, wie bei vielen Marken natürlich auch. Da kannst du schon, also die Versteigerungen gingen schon bis zu... Wahnsinn. Boah, ich glaube, der teuerste war schon für 350.000, 400.000 sind die schon weggegangen. Was ist für dich der Reiz an diesem Auto? Also was denkst du, warum der so teuer ist? Viele sagen natürlich, das machen so ein bisschen die Filme aus, ne? Fast and the Furious, dadurch ist er natürlich auch bekannt geworden. Aber ich finde, es ist einfach eine Ikone, eine Legende. Das Auto, also die Form und Linie, ich finde es einfach mega sexy. Als ich vorhin davor stand, habe ich auch gesagt, diese Form von Auto gibt es auch irgendwie nur bei dem Auto, weil es ist ja eigentlich eine Limousine. Absolut. Ist eigentlich eine Limousine, hat aber nur zwei Türen und dann die breiten Backen dazu, ne? Genau, das breite, flache. Also man muss natürlich sagen, es ist natürlich auch einiges umgebaut. Original sieht ja auch ein bisschen harmloser aus, muss man ja, ganz klar sagen. Aber so, perfekt. Da sind wir beim richtigen Punkt angekommen. Umgebaut. Was hast du alles umgebaut? Sieht unter der Haube auch wild aus mit großen Turbolader und so weiter? Oder nee, eigentlich relativ human. Also es ist natürlich schon ein bisschen was gemacht. Vom Motor über Turbos, über Ansaugung. Wir können ja mal aufmachen. Ich hoffe, die Alarmanlage geht jetzt nicht wieder an. Also was man noch sagen muss, hier handelt es sich um ein UK-Spec. Mhm. Also es gab, ich glaube, 81 Autos, die für England ausgeliefert worden sind, offiziell. Mhm. Und die haben auch eine lange Fahrgestellnummer, aber sonst gab es sie eigentlich nur in Japan. Mhm. Okay. Ja, dieser RB26-Motor ist halt einfach auch Legende, ne? Ist klassische Legende, genau. Okay, ich sehe hier, ist tatsächlich der originale Biturbo noch geblieben? Bitte? Ist der originale Biturbo, ist es immer genau, noch? Genau, ist noch ein Twin-Turbo, genau. Ja. Okay, cool. Ja, ist halt ein klassischer Umbau, sage ich jetzt mal, ne? Leistung ein bisschen gesteigert. Ich glaube, auch dieses Auto ist eins der wenigen Autos, die eigentlich ähnlich wie eine Supra fast immer getuned sind. Ne? Ja. Also, dass du da wirklich mal ein Original von erwischt, ist ja wirklich... Du findest ganz selten Originale und wenn, dann eigentlich mehr als Wertanlage, muss man einfach sagen. Was bei diesem Auto natürlich geil ist, das Auto fährt seit 10, 11 Jahren mittlerweile hier rum, hat schon 120.000 gefahren, ist Time Attack gefahren, fährt auf der Nordschleife, ist ziemlich bekannt, eigentlich mit das bekannteste in der Szene, sage ich jetzt mal, an R34. Hat auch ein Kennzeichen, was man sich schnell merken kann. Genau, fährt auf der Straße, ganz normal. Also das finde ich halt an diesem Auto ganz geil. Okay, cool. Ja, mega Auto. Danke, dass du uns vorgestellt hast. Ja, gerne. Danke. So, das war's aus der Nissan-Liga. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier. Alleine wegen der Farbe. Da ist er. Besitzer denn. Nimm mal in Hand. So, zeig uns doch mal deinen BMW M2 Competition. Competition, ja. Geil. Wir standen vorhin davor und haben erstmal überlegt, ob das wohl lackiert oder Folie ist. Ist aber Folie. Ist Folie, ja. Ist von Innosotech aus Amerika die Folie. Mhm. Und die sieht ja fast immer, wenn man die gut foliert, aus wie lackiert. Ne? Witzig ist, jetzt gerade, wo es hier ein bisschen heller ist, normalerweise dunkler, sieht das Auto gleich wieder ganz anders aus. Ja. Also im Dunkeln sieht der schon anders aus. Also bei Tageslicht ist der tatsächlich eigentlich neongelb und unter Laternenlicht, sag ich mal, oder in der Dämmerung ist der ja so ein Leimton. Wir haben hier ein typisches Tuning-Projekt, sage ich jetzt mal, wo man mit relativ wenig Veränderungen ein ganz anderes Auto irgendwie erzeugt hat. Ne? Ja. Wenn man hier einen normalen M2 daneben stellt, denkt man ja, es ist alles anders dran. Dafür, dass es ja schon ein paar optische Akzente sind. Klar, Haube und der Spoiler hinten ist natürlich krass, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wild alles dran anders ist. Ne? Nö, eigentlich nicht. Es ist halt ein Fahrwerk drin, Felgen drauf, die Haube wurde mit drauf gemacht, halt die ganzen Lippen, Seitenschweller, Heckdiffuser und der Spoiler. Wie bist du auf den Spoiler gekommen? Ja, also ich sag's mal so, viele, die M2 fahren, haben halt einfach nur einen Ducktail hinten dran und ja, um sich ein bisschen aus der Masse abzuheben. Weil der ist halt schon krass, der Spoiler, ne? Ja. Da muss man auch dazu sagen, Thematik Spoiler hat sich über die letzten Jahre extrem entwickelt, weil so vor 5 Jahren hätte man ja niemals so einen Spoiler angemacht, aber jetzt ist es ja mittlerweile in der Tuning-Szene schon wieder richtig gut. Es sind auch sehr gut. Viele Anfragen immer darüber, wo man den Spoiler herbekommt oder TÜV-Partner, die den eintragen, aber das ist eigentlich absolut kein Problem mehr. Echt? Ja. Ist so M2 Cup-Spoiler. Okay, letzte Frage. Wie ist das mit der Farbe im Alltag unterwegs zu sein, beziehungsweise nicht im Alltag auf der Straße? Da kommen schon viele Blicke, könnte auch mal etwas nervig sein, weil die Farbe ist halt so hell und natürlich zieht es halt auch die Blicke an im Endeffekt. Ne? Ja. Aber ist ja nicht sozusagen das Alltagsauto. Ja, danke. Danke. Extrem schönes Auto. Hast du gut gemacht. Danke. So, weiter geht's. Jetzt haben wir ein bisschen neuere Autos. Ich würde sagen, jetzt schnappen wir uns hier mal den T1 und gehen mal so ein bisschen auf Retro. So, da brauchen wir einmal den Besitzer von dem T1 hier. Da ist er. So. Und ich habe gehört, das könnte das Auto hier sein, was am längsten in Besitz ist. Du hast ja wohl schon ziemlich lange. Ich habe den gekauft 1985. Mhm.
Okay. Mit 17. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Ja. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Ne? Krass. Okay. Jetzt muss ich erst mal rechnen. Dann sind das also 35 Jahre, die das Auto schon hast. Ne? Ja. Wahnsinn. Wie kam es dazu, dass du dir mit 17 den T1-Bus kaufst? Wir wollten mit ein paar Kumpels an Gardasee fahren und dann haben wir uns überlegt, wir kaufen uns einen Bulli. Und dann bin ich durch Zufall an den dran gekommen und dann habe ich gesagt, ich kaufe den alleine und ich behalte den einfach. Mhm. Und so ist es dann einfach dazu mit 17, gekommen. Wie man das ja so macht mit 17. Genau. Wie war das damals, heute sauschwer zu kriegen, so ein Auto? War damals geht 2000 Mark. Boah. War von der Feuerwehr, war relativ durchgerostet. Wobei 2000 Mark 85 war ja schon Geld. War auch Geld. Ja, es war schon Geld. Ne? Ja. Ja. Okay, so, und wie ging es dann weiter mit dem Auto? Restauriert mit 17, wie man das so macht. Mhm. Eher schlechter als recht. Hauptsache fährt. Genau, TÜV. Dann ein paar Jahre später nochmal restauriert und dann vor 22 Jahren so restauriert, wie er jetzt hier steht. Mhm. Also die Lackierung ist jetzt 22 Jahre alt. War der damals schon so richtig durchgerostet oder ging? Der war so richtig durchgerostet. Ach, das heißt, selbst 85 war das schon so wirklich, dass die Autos richtig, richtig schlecht waren. Der war durch. Dann weiß man aber jetzt natürlich, warum es heute eigentlich sowas fast gar nicht mehr gibt im guten Zustand, ne? Weil wenn das damals schon so war. Aus den USA kriegst du relativ gute, die eben blechmäßig gut sind, aber alles, was es hier so gab oder gibt, ist meistens eher durch. Ja. So, pass auf, wir wollen auf jeden Fall hinten einmal reingucken. Wir gehen mal einmal hier so ums Auto rum. Weil da schlummert nicht mehr der Originalmotor. Nee. Da grinst er nur. So, weil das sieht auf jeden Fall schon mal nicht nach, was hat der Original gehabt? 40 PS? 37? Ja, 1,5 Liter, 44 PS. 44 PS. Ja. Und jetzt hat er? 2,8 Liter PS hat er auch. Okay, verstehe. das heißt, das ist gar nicht mehr der Käfermotor, sondern hier schlummert jetzt der typische Porsche-Motor drin. Genau, aus dem 914, 2 Liter Basismotor. Ja. Aus 2 Liter 2,8 gemacht. Ja, ist dann auch schon so langsam dann Ende. Limit, ne? Ja. Limit, okay. So, das heißt hier schlummern richtig Pferdchen drin. Ne? Auch vor 22 Jahren gemacht oder Motor jetzt erst frisch? Motor vor 22 Jahren und auf 2,4 und jetzt dann nochmal vor 3 Jahren auf 2,8 und Trockensumpfschmierung und so. Von sofort. Letzte Frage, könntest du dir vorstellen, dieses Auto zu verkaufen? Nein. Klare Antwort, keine Chance, kauf gar keinen Fall. Nein. Ja, wenn man 35 Jahre lang mit so einem Auto... Also du kannst alles kaufen von mir, aber das Auto nicht. Keine Chance. Ne? Nee. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir dieses Auto ab. Vielen Dank, schönes Danke Auto. Auch. Danke. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, gucken, was da noch erwartet. So, jetzt kommt auf jeden Fall mal die Neuzeit. Ein altes Auto mit neuer Technik. So, den will ich euch unbedingt vorstellen hier. Erstmal generell für mich eins der schönsten Autos, die es überhaupt gibt, Lancia Delta. Lass uns mal direkt, mach mal direkt Haube auf. Wir zeigen einfach mal direkt, was hier drin schlummert. So, dieses Auto ist tatsächlich 100% Elektro. Ganz genau. Die Grundidee von unserem Unternehmen ist, wir nehmen automobile Klassiker, also Ikonen aus der Vergangenheit, die wir alle geliebt haben, also insbesondere ich, wie ich jung war, und implementieren Elektromotoren mit Komponenten, die wir, also dieses Unternehmen, normalerweise beim Aufbau von Rally-Dakar-Autos verwendet. Das heißt, wir haben hier extrem reliable Components, also das ist alles für härteste Strapazen gebaut. Wir haben hinten das Battery Pack im Kofferraum, das heißt die Gewichtsbalance ist immer noch 50-50, wie beim Originalauto. Wir sind nur 40 Kilo schwerer als das vollgetankte Originalauto. Und jetzt kommt für mich der USP von dem Auto ist, wir kombinieren als einzige, glaube ich, Elektroantrieb mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe und einer Kupplung. Und das führt zu einer Faszination, so wie sie früher der Lancia war,
Und man hört natürlich auch die Frequenzen aus dem Getriebe, aus dem Antriebsstrang. Und by the way, Antriebsstrang, wir verwenden den normalen Allradantrieb, der da immer drinnen war. Der kann das. Dieses Drehmoment von dem Motor. Genau. Das heißt, ihr wolltet so ein bisschen verbinden, dass es vom Fahren her schon noch so dieses alte Fahren ist, aber unbedingt halt mit einem Motor, der halt immer funktioniert. Ganz genau. Kein Ärger macht und nichts. Genau. Gerade bei diesem Motor war immer ein Problemthema. Ja, ja. Gibt es hier nicht mehr, das hält ewig und die Grundidee war, wir wollen diese ikonischen Autos so transformieren, dass man die auch noch in 20 Jahren in jeder Innenstadt fahren kann und keine Emissionsthemen kommen. Das heißt, ich fasse zusammen, Elektromotor, Originalkupplung, Getriebe, Antriebsstrang, Batteriepack hinten drin. Ganz genau. Über wie viel kW reden wir? 147 kW, das ist genau die Leistung, die das Auto serienmäßig damals hatte. Kann man aber über die Computersysteme ganz leicht beliebig nach oben schrauben. Machen wir aber nicht. Computersysteme, guter Punkt. Ja. Ist da von euch eine Steuerung drin oder wie funktioniert ganz das genau, Ganze? Da ist von uns eine komplette Steuerung, die kommt aus dem Rallye-Sport, aus den Dakar-Autos. Da gibt es auch innen so ein kleines Display, vielleicht wollt ihr das kurz einfangen. Mhm. Dieses Display zeigt quasi alle Lebensdaten von den Gesamtsystemen. Das sieht genauso aus wie in einem normalen Rallye-Auto. Und ich kann da sagen, ich bin selber schon mehrere Stunden damit gefahren. Was es noch zu erwähnen gibt, Didier Auriol, für die jüngeren Zuseher, der ist 4 Jahre lang im Rallye Lancia Werksteam gefahren und war mitverantwortlich für 6 Rallye-Weltmeisterschaftstitel in Folge. Und der hat mit uns dieses Auto abgestimmt, das Fahrwerk abgestimmt. Ja, ja. Und er ist, glaube ich, der größte Fan. Wir bauen limitierte Serie, nur 47 Stück, 11 vom Weißen und der Weiße wird von Didier Auriol übergeben an die Besitzer. Das heißt, die Kunden bringen nicht ihr Auto zu euch, nein, sondern die kaufen das ganze genau fertige Auto. Was kostet sowas? 280.000 Euro. Wir haben über 50 Lancia gekauft. Mhm. Die stehen schon in Frankreich in der Halle, sind komplett gestrippt. Das heißt, hier ist dabei Basisfahrzeug, eine komplette Renovierung, Hohlraumversiegelungen und so weiter und die Transformation auf die neue Technologie. Ich kenne kein Elektrofahrzeug, das so viel Spaß macht und so eine Faszination wieder rüberbringt, wie der Integrale eben in den 80er Jahren damals einzigartig war. Und das Ganze auch zugelassen mit TÜV in Deutschland und so weiter? Französische Straßenzulassung gilt in der ganzen EU, können wir überall anmelden, wo wir wollen. Cool. Ein Punkt, Batterie, Reichweite? 200 Kilometer, glaub mir eins, das reicht. Mehr als eine Stunde fährst du dieses Auto nicht, weil dann bist du schweißgebadet, das fordert dich. Also da ist ein Rallye-Fahrwerk drinnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so der Elektro-Fan. Ich auch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Kombination jetzt gerade aus Kupplung und Schaltgetriebe mit dem Elektromotor ganz was anderes ist, wie wenn du so ein neu modernes Elektroauto fährst. Ne? Du hast fast das Gefühl, du sitzt im Verbrenner-Inte, aber du fährst eben Elektroantrieb und dadurch, du hast 350 Newtonmeter Drehmoment, das bei null weg da ist. Ja. Und ich glaube, das bin ich mit dem Mikro, gell? Diese 350 Newtonmeter, die bringen halt einen Drehmoment von null weg. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt nur ganz kurz, weil viele fragen mich das, wie schaltet man so ein Auto? Du trittst die Kupplung, gibst den ersten Gang rein, dann gehst du von der Kupplung runter, weil solange der E-Motor keinen Strom kriegt, ist die Feststellbremse ja zu. Und dann gehst du vorsichtig aufs Gaspedal und dann fährst du los. Und danach schaltest du ganz normal oder du gehst im Stand in den Dreier rein. Der Dreier ist wie ein Automatik, wie ein langweiliges normales E-Auto. Aber weil wir vorher draußen gehört haben, Faszination und das brauchen wir alle und das lieben wir auch alle, das ist die einzige Kombination, die ich kenne, E-Antrieb mit Schaltgetriebe und volle Faszination. Ich muss jetzt einfach mal fragen für die richtigen Freaks, was würde passieren, Kupplung, Vollgas fallen lassen? Dauert ganz kurz, dann ist die Kupplung tot. So, also ist wirklich das Drehmoment dann so krass, dass einfach also das kann man sich nicht vorstellen. Also wir machen auch die Track-Tests, also das Ding fährt 6 Sekunden auf 100 auf Asphalt. Wir können die Motorleistung massiv hochschrauben und dann sind wir deutlich unter 6 Sekunden, aber das fahren wir auf Schotter. Eben um den Antriebsstrang nicht komplett zu beschleunigt das Auto aber schneller, wenn du die Gänge durchschaltest oder könntest du theoretisch auch direkt zweite Gang nehmen, losfahren und das ist von der Beschleunigung das Gleiche? Das haben wir so, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. Wir haben es immer geschalten, weil wir eben testen wollen, hält das Getriebe das aus auf Dauer. Das Auto, das hier steht, ist der Prototyp, das ist das Entwicklungsauto, das hat ungefähr 50.000 Testkilometer, wo zig Rallye-Fahrer damit gefahren sind. Keiner hat dem Auto auch nur irgendwas geschenkt. Es ist nichts kaputt gegangen, es hat bis heute alles gehalten. Okay. Also wir können abschließend sagen, Neuwagen,
alter Antriebsstrang mit neuem Elektromotor. Ganz genau. Den gibt es bei euch. Viel, viel Fahrspaß. Ja, das muss ich irgendwann mal testen, das werden wir heute. Wobei doch, Elektroauto könnten wir ja sogar fahren eigentlich drin. Ne? Ja, ich durfte hier reinfahren. Wie wir aufgebaut haben, haben sie gesagt, super, das ist das einzige Auto, das wir nie schieben müssen. Ja, cooles Projekt, vielen Dank fürs Vorstellen. Ich und, danke. Ich bin gespannt, wie viele wir davon in Zukunft sehen. Super, viel vielen Spaß. Dank. Danke, ciao. So, jetzt geht es weiter mit diesem Fahrzeug. Wir brauchen ein bekanntes Gesicht. So, wir haben den Karl Geiger hier mit seinem Ford GT. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin reingekommen, habe das Auto sofort gesehen, weiß relativ wenig über das Auto, deswegen freut es mich, dass du mir das jetzt so ein bisschen vorstellst, ne? Weil optisch ist das wirklich schon, muss man so, so, wenn man das so mit den anderen Hypercars, die es so gibt, vergleicht, muss ich schon wirklich sagen, ist das eine alleine die Silhouette. Erzähl einfach mal ein bisschen. Also, jetzt geht's, oder? Ja. Ja, also es wurden insgesamt 1300 Fahrzeuge gebaut, die werden aber jetzt noch gebaut und ausgeliefert. Die Kunden haben noch nicht alle Autos bekommen. Das ist ein 220er Gulf Heritage Edition. Das Modell heißt 69. Das erinnert an Le Mans von 1969, wo im Gulf Design mit der Startnummer 6 Le Mans gewonnen worden ist. Und darum ist es halt ein ganz besonderes Modell. Und 2020 unterscheidet sich zu den anderen Golf-Modellen, wurde der schwarze Streifen eingefügt. Mhm. Und von dem Auto wurden weltweit 50 Autos gebaut. In Europa gibt es 3 von diesem Auto und dieses Auto ist das einzigste, wo Carbonfelge drauf hat. Also es ist tatsächlich ein Einzelstück. Hat einen 3,5 Liter EcoBoost-Motor drin. Mit 650 PS und der Topspeed ist ungefähr 350. Kostet? Also wie werden die gehandelt? Weil ist ja, wenn es etwas nicht zu kaufen gibt, kann das ja schnell sehr teuer werden. Also geboten sind 1,2 Millionen. Boah. Und in den USA bei der letzten Versteigerung hat es 1,8 Millionen Dollar für das Auto gegeben. Aber ohne Carbonfelgen, aber ich mag ihn auch nicht verkaufen. Das Auto muss man eigentlich brutal verstecken. So, wir gucken mal so ein bisschen Technik. Also erstmal finde ich die gesamte Aerodynamik von diesem Auto einfach, das ist einfach, das guckt sich einfach geil. Ne? Erstmal wie die Kühler vorne drin liegen und dann halt diese Heckpartie. Ne? Hat so ein bisschen was von einem Flugzeug, wo man links und rechts nochmal die Radkästen angesetzt hat. Ja, das ist definitiv ein Rennwagen, aerodynamisch, man sieht ja die ganze Windkanäle. Das kommt tatsächlich aus dem Rennsport und wenn man auch die letzten Jahre mal betrachtet in Le Mans, beide Autos waren eigentlich immer führend. Also da hat Porsche, Corvette und alles, was Rang und Namen hat, richtig geknappert an den Fahrzeugen. Und es ist ja schade, dass sie nicht mehr antreten. Also für Ford GT ist die Ära vorbei. Muss man einmal rumlaufen, muss euch das hier einmal zeigen. Guckt euch mal diese Carbonfelgen an. Also das ist wirklich, wenn man das so sieht, da ist halt so richtig Baustelle, wenn man mal so gegen Bordstein ein bisschen fährt. Ne? Ja, das Kaffeetrinken in der Stadt, in der Maximilianstraße, könnte sehr teuer werden. Also der Ersatz hat, glaube ich, so 40.000 Aufpreis gekostet. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe das Auto damals, wo es angeliefert wurde, in den Ausstellungsraum gefahren und es ist jetzt das erste Mal rausgeholt worden, damit wir es hier ausstellen können. Und sonst hat das Auto 32 Kilometer drauf. Also ich muss wirklich sagen, es sind irgendwie die Details von dem Auto, die das Ding einfach so schön machen, weil es ist jetzt nicht so ultra auffällig, also klar ist jetzt auch nicht Understatement, aber auch ist an dem ganzen Auto alles Carbon? Es ist Carbon und das Carbon ist lackiert. Tatsächlich drin und mit Klarlack überlackiert. Man merkt es, merkt eigentlich eher gar nichts und das kostet ungefähr so 10.000 Euro, wenn man die Startnummer 6 drauf haben will in Carbon. Das heißt, das kann man direkt ab Werk mit dazu bestellen. Das habe ich so bestellt, mit dem orangen Streifen und halt mit dem Carbon-Design. Also es ist kein Schnäppchen, aber es ist auch wirklich tatsächlich ein Einzelstück. Hat das Auto aber auch ein richtiges Carbon-Monocoque oder wie ist der Rahmen da aufgebaut? Ja, das ist komplett, also Randstein oder Leitplankefahrer können sehr teuer werden. Es ist ein komplettes Carbon-Auto. So, jetzt kurz noch zur Technik. V6 Turbo. 3,5 Liter EcoBoost Turbomotor. Mit einem sequentiellen Getriebe. Ein sequentielles Getriebe, das wäre die nächste Frage gewesen. Ja. Das heißt, da ist noch richtig Emotion beim Fahren noch. Ja, das Einzige, was halt, man müsste eigentlich den Motor ausbauen und vom Shelby GT500 den Motor verpflanzen, dann hätte man so 850 PS, auch ein Drehmoment von 1000 Newtonmeter, so als V8-Fahrer, weil ich bin ja auch sehr viel mit den alten GTs gefahren, mit der Serie 2. Man muss sich schon an den EcoBoost-Motor gewöhnen, weil der natürlich in der unteren Drehzahl kein Drehmoment hat und als Ami-Fahrer
denkst halt so, bei 1200 Umdrehungen qualmt es dann, da qualmt es nicht. Ja, der schiebt halt richtig an in der oberen Drehzahl, ist gewöhnungsbedürftig. Wie haben die Ami-Fans das aufgenommen, dass in diesem Auto nur noch ein Sechszylinder ist? Gab das Diskussionen oder haben das alle gesagt, okay? Also das sind tatsächlich keine Ami-Fans, wo die Autos fahren. Das sind tatsächlich Sammler. Ich glaube, die wenigsten fahren mit diesen Fahrzeugen. Man hat es halt als Geldanlage oder als Wertanlage. Ich selbst, die erste Fahrt war komisch, weil so ein Sechszylinder im Rücken, da schlafen da eigentlich die Füße ein. Ab 300 wird er langsam, aber es ist okay. Also man müsste sich die Mühe machen, einen Achtzylinder einbauen. Also ich muss wirklich sagen, mega Auto, gefällt mir optisch wirklich. Habe ich komplett unterschätzt, die Autos. Klar, ist natürlich auch jede Menge Geld für so ein Auto, aber ist auf jeden Fall eine Alternative zu den typischen McLaren und so weiter. Ja, man muss ja sehen, das Auto hat auch eine Geschichte in Ford GT. Man sieht ja 65 Ferrari gegen Ford, ja. Und sie haben sich dann zweite Jahr richtig durchgeschlagen. Und das haben wir ja gesehen, wo dann in Le Mans das Rennen wieder war, vor 2 Jahren oder 3 Jahren, wo sie in Start gegangen sind, hat der GT auch wieder gewonnen. Also der Kampf geht weiter. Okay, super. Letzte Frage, steht das Auto zum Verkauf oder behältst du? Nein, ich gebe es nicht her. Das nicht hergehen, kann ne? ich nicht noch übers Herz fahren. Bringen. Und es ist schön, ich fahre nicht damit, ich bin wirklich noch keinen Meter gefahren. Das heißt, der hat 0 Kilometer drauf? Der hat 32 Kilometer vom Werk aus drauf, wo sie ihn getestet haben, aber ich bin tatsächlich keinen Meter gefahren, nur im Ausstellungsraum und habe ihn eingeparkt. Aber eigentlich muss es einen doch schon reizen. Damit so. Ja, es ist wirklich schwierig. Also es kribbelt schon in den Finger, aber die Vernunft, da siegt dann, wenn irgendwo ein Steinschlag drauf wäre, das wäre tödlich für die Carboneinlagen. Ja, danke Karl, dass du uns das Ding gezeigt hast. Mega Alles klar. Vielen Dank. Bitte. So, ich würde auch sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende, weil um 14.30 Uhr geht es nämlich direkt live weiter. Es findet noch eine Talkrunde statt, wo ich auch mit dabei bin. Ich würde sagen, alle Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Hat mega Spaß gemacht, ultra coole Autos hier. Ich denke, wir konnten mit dir zusammen eine richtig coole Mischung aus alten Autos, legendären Autos und getunten Autos zeigen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns um 14.30 Uhr wieder.